So, hallo, da bin ich wieder. Wir machen wieder eine Tour, eine Vier-Schlösser-Tour, sagt man dazu. Ich werde euch vier Schlösser auf dieser Tour zeigen, sind 56 Kilometer circa. Wir haben einen Aufstieg von 510 Meter. Ja, schauen wir mal, wie es wird. Ich nehme euch wieder mit. Auf geht's. So, ihr Lieben, wir sind jetzt bei dem Schloss Bruck. Das ist unser erstes Ziel. Ich zeige euch jetzt mal den Park hier. Also man sieht sehr alte Gebäude. So, das ist das berühmte Schloss Bruck. Niemand da. Ja, und das war unser erstes Ziel. Schloss Bruck. Es war eine Ruine oder ein bisschen was, aber leider kann man nicht da überall reingehen, weil da steht Privatgelände, Privatgrundstück, alles ist privat. Nichts kann man besichtigen, egal. Wir fahren zu unserem nächsten Schloss. Hi Hörnchen, grüßt du Sus. Hallo Pipi. Hallo Maus, hat wer deine Nuss? Ist das süß? Hallo Mausi, ich hab den Haferflockkuchen für dich, wenn du willst. Bist du fertig? Und da ist dein Mann hier hinten. Der ist faul. Na Mausi, komm mal her. Komm mal her, ich geb dir Haferflockenkuchen. Na, komm her, Mausi. Komm. Ich hab was für dich. Schau mal, ob ich's füttern kann. So, meine Lieben, wir haben Bruck an der Leiter hinter uns gelassen. Das da ist Bruck an der Leiter und wir fahren Richtung Wilfleinsdorf. Ja, war schön, das Schloss ist schön. Ja, aber schade, dass man nicht reingehen kann oder ja, ist alles halt privat, egal. So, jetzt fahren wir mal auf dem Schotterweg Richtung Wilfleinsdorf. Ja, ich spüre ein wenig meine Zehen schon wieder nicht mehr, aber nur ein wenig. Ich habe zwar ein paar Socken, einmal Trekkingsocken, einmal Skisocken und dann noch gefütterte Schuhe, aber natürlich, wenn man die Zähne so viel bewegt, dann ja, tun sich irgendwann mal absterben. Nein, ich versuche sie ein bisschen zu bewegen trotzdem. Es ist hier ein militärisches Sperrgebiet, wie ihr seht. Die Tafeln sind nicht unten, keine Ahnung, wahrscheinlich darf ich hier nicht fahren, aber ich fahre mal. Mutigen gehört die Welt, wie man so schön sagt. Ja, ich versuche ja ganz leise zu sein. Ja, nicht, dass mich er dürfte patrouillieren. Also hier gibt es so eine Militärpolizei und ich sage dir sofort, verschwinde da und geh weg und was weiß ich was. Ja, ist nun mal so. Ich glaube, es wird aber momentan nicht geschossen, weil sonst hätte ich was gehört. Also wir fahren wir mal weiter, schauen wir mal, was so auf uns zukommt. Lacke, ich hab Angst. Oje, bitte schön. Aber wunderschön. Es ist richtig warm. Ich traue es nicht, dass ich bei 0 Grad oder so weggefahren bin. Oje.
So, meine Lieben, wir sind jetzt in Mannersdorf. Schaut euch die Aussicht an, ist das nicht herrlich? Hier ist ein Bankerl, hier werde ich mich hinsetzen. Und ich werde eine Schicht runterziehen, weil es ist schon urwarm. Ja, aber die Aussicht ist herrlich. Es hat sich was hier gehäutet oder irgend sowas. Ein Fisch. Egal. So, jetzt tun wir uns ein bisschen runterschälen von einer Schicht. Da unten haben Jägerhasen geschossen. Ich habe nicht Kamera laufen gehabt, da hat es überall nach Blut gestunken, aber egal, der Hasenbestand, der reguliert sich ja nicht von selber. Die haben ja keinen natürlichen Feind, die müssen geschossen werden. So, meine Lieben, wir fahren jetzt durch Mannersdorf. Von Temperatur her sind wir bei 13 Grad, keine Ahnung, also ist sehr warm. Ja, ich nehme euch wieder mit. So. Sind wir auf der Bundesstraße. Ich hasse Bundesstraße wieder. Aber es geht nicht anders. Ich muss auf der Scheißstraße fahren. Ich kann noch, Leute. Wobei hier ist es jetzt gemütlich. Matte Wiesen. Schnell zu fahren, deswegen tue ich viel bremsen, weil ich habe einfach Angst ums Auto. Ich bin ein langsamer Fahrer. So verschwitzt. Mist. Jetzt will ich noch jetzt wahrscheinlich. Auf die Hände ist mir jetzt ein bisschen kalt. Ja gut, das ist durch den Fahrtwind. Unter der Jacke bin ich klitschnass, das heißt, ich muss jetzt nichts machen, wenn ich mich jetzt auf eine Schicht anziehe, ist schwierig, weil wenn dich, naja, wurscht ist, ich muss das einfach machen, schau mal unten,
Jetzt kommt die Sonne auch ein bisschen wieder raus. Aber ich bin froh, dass ich diese Tour gemacht habe. Es ist zwar schön, also ich bin noch nicht zu Hause, aber wir reden hier von ein paar Kilometern, vielleicht so um die, keine Ahnung, 10. Und nein, ich bin froh, dass ich die gemacht habe. Wirklich, eine schöne Tour gewesen. Wieder mal. Schön. Hallo, liebe Sonne. Bitte mach ein bisschen mehr schneien, mir ist sowieso kalt. Wow, da schaut sie wieder. Nicht jeder tut sich das an, was ich mir da anhöre, aber ich finde es einfach nur geil. Geil, es ist geil. Sieh alle Schafe. Was man alles schaffen kann, wenn man nur will, ja, das Wollen ist ja das Zauberwort. Will, dann schaffe ich es. Und ihr wisst ja, ich hatte vor einem Jahr und ein paar Monaten ein Jahr und 5 Monaten hatte ich einen Herzinfarkt, ja. Und jetzt fahre ich sowas, ja. Also lasst euch bitte nicht sagen von irgendwem anderen, ihr könnt das nicht machen, ihr schafft das nicht, ihr dürft es nicht machen. Macht, was ihr wollt, das Leben ist viel zu gut. Wir sind nur einmal auf dieser Welt. So, meine Lieben, mit diesem herrlichen Ausblick auf den Neusiedlersee von Donnerskirchen aus möchte ich mich bei euch verabschieden. Es war wieder eine Wahnsinnstour. Ich habe nur mit 2 Ortschaften, da liegt Burbach, danach Breitenbrunn und dann kommt Eschen Winden am See und dann bin ich zu Hause. Es war eine wunderschöne Tour, mir hat es richtig gut gefallen. Schaut euch das Wetter an, ein Kaiserwetter, also wunderschön. Ich bin froh, dass ich mich dazu entschlossen habe, diese Tour zu machen. So, nächstes Mal schauen wir mal, wo mich das Fahrrad hinführt. Keine Ahnung, hängt vom Wetter natürlich dann ab. Bei minus 8 Grad würde ich sicher nicht fahren, aber so 11, 10, aber egal. Schauen wir mal, wie es geht. Das wollte ich euch sagen. Und dann alles Liebe, schöne Grüße aus dem wunderschönen Burgenland und bis dann. Tschüss. Thank you.